12 dann langsam fertig werden, oder? Auf der Fahrt selber. Ja, ich steige mal getroffen. Also, ist ja egal gewesen. Ja, ist egal. Gut, geh weg. Jugendcamp 2014 am Brettmühlenteich, wie man sieht. Der Floss ist länger. Eigentlich legt man das Maßband daneben. 52. Zack. Ja. Hey, 50. Glatt 50. Hey, warte, ich teile. 9, 8, 9, 4. Nehmen Sie mit? Ja, oder? Ja, wird schwer. Komm, hier vorne in den Salzkescher bei uns. Oder hast du deinen? Es wird ein schöner Weihnachtskarpfen. Im Hochsommer. Alter, wenn der jetzt abhaut, auf zum Fischer. Simon! Simon! Der noch ein kleiner. Wie sieht das gerade aus? Also hätte ich die machen können. Stefan, gehen wir hier gerade? Wo ist der Baller? Also die Frage ist, war die wegen Kampen? Ja, ich kann an die Baller nehmen. Oh, der Karpfen, der ist groß. Der hat eigentlich neue. Hä? Der hat eine Schleie. Sorry. Oh, Tinker, Tinker. Wo ist die Schleie? Ah, die kleine. Tinker, Tinker, hier nehmen wir. Hier, 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 hier ist die Schleie. Die kleine? Tinker. Die ist ja. Ah, das ist ein Weiß. Baby Weiß. Der ist voll süß. Schmecken die? Wo ist die Schleie da? Wie die jetzt alles? Was? Hier ist die Schleie dazwischen. Ja. Wo? Ach da. Nee, kann ich schlecht filmen. Ach da jetzt. Da. Noch ein Laserkarpfen. Das da hinten ist ein Wales. Dann sehen wir dann, wenn die Knoten anders sind. Wenn die anders Fußknoten ist, dann sehen wir das. Hier habe ich schon wieder zwei. Schade, Ben. Ja, die. Die eine ist da reingefallen. Zehn Leute hatten sich für eine Forelle gemeldet. Hey, nee, nee, rein! In die Welt! Voll die Scheiße! Ich geh mal weg! Ihr müsst hier einfach hier weg. Nee, nimm den Kescher, das macht keinen Spaß. So, die Verpflegung wird gerichtet. Genau. Willst du schon mal das Salzwasser abschmecken? Lobotz. Nicht Fischsuppe, sondern es gibt auch Angler, die was fangen. Naja, du hast die Größe lässt noch heute, zu wünschen übrig. Heute mit Musik. Ja. Größe ja. Lässt noch zu da wünschen übrig. Da beißen die besser. Ist wirklich so. Okay. Anton, warum angelst du gerne? Dicke Fische. Dicke Fische. Ich frag dich, Edgar, warum angelst du gerne? Weil es Spaß macht, weil man also Fische drehen kann. Ja, ich bin nur zum Angeln da. Gut, und? Wie sieht das bei euch aus? Warum macht euch Angeln Spaß? Oder macht es überhaupt Spaß? Weil Moritz. Immer der Fisch des Lebens beißen kann. Immer der Fisch des Lebens. Also du bist ja ein wilder Angler, das wissen wir ja. Also der Fisch des Lebens, der reizt dich. Wie sieht das hier aus beim Toni? Der hat ja heute schon Fische des Lebens gefangen. Warum angelst du gern? Weil Angeln Spaß macht. Angeln Spaß. Und was macht dir beim Angeln Spaß? Fische. Und so Füße im Wasser ist auch nicht schlecht, ne? Genau. Schön. Ja, ja, spannend jetzt. Ja, das ist ja mal ein Live-Biss-Film. Ja. Mal gucken, ob der Sportsfreund. Der Sportsfreund hat was. Gucken wir mal zu. Das sieht nach Plötze oder Rotfeder aus. Was? Es ist eine Rotfeder. Eine Rotfeder. Ja, die Jungangler haben schon Angler, sondern auch etwas ins Alter gekommene Jungangler. Darf ich dich mal fragen, warum du gerne angelst? Weil ich das liebe, in der Natur zu sitzen. Ben, warum angelst du gerne? Weil man da kein Tor schießen kann? Nee, weil es Spaß macht. Ich meine,
Wenn man große Fische hat, kriegt man da. Frage, warum angelst du gerne? Weil er so schön ruhig hat. Weil ruhig. Das ist auch ein guter Grund. Und weil das irgendwie Spaß macht, mit den Fischen zu kämpfen. Spaß macht, mit den Fischen zu kämpfen. Das klingt gut. Aber ich habe eigentlich noch. Der Niklas, der so schön ausgeworfen hat gerade, warum angelt der gerne? Weil es so schön ruhig ist am Gewässer. Ruhig ist am Gewässer. Weil du keinen Erfolg hast. Viel. Was hast du denn schon gefangen heute? Noch gar nichts. Aber sonst immer. Sonst immer. Kommt noch. Nee, warte mal, wenn letzter Fisch. Baby, warum angelst du gern? Weil ich gern Fisch esse. Ein super Ausgleichshobby. Gut. Man ist ständig in der frischen Natur. Frischluftgenießer. Gut. Also, kurze Eindrücke von der Jungfischerprüfung. Heute mit Gastjugendlichen aus Freital. Augenscheinlich schwierige Fragen. Fünferreich. So, dann geht es um drei Friedfischarten, wozu ihr das Mindestmaß und die Schonzeit wissen sollt. Erwachsenen angeln. Prüfung haben sie gut abgelegt, wissen gut Bescheid. Umgehen mit Fisch und Angel können sie auch. Also viel Spaß beim Angeln. So, wir wollen gleich mal alt und neu vergleichen. Hier die Jugend hat die neuen Geräte. Karpfenruten auf Rotpots mit elektronischen Bissanzeigern. Schöne tiefe Kescher. Wo? Wo? Wo denn? Mit Bissanzeigern wandern wir hier. Zur Forelle und Libelle aus guten Zeiten, wie man hier auch anhand der Ausweise sieht. Hier haben wir nämlich einen ehemaligen Jugendleiter, den Dieter da, der uns heute ein paar schöne Gerätschaften mitgebracht hat, genau wie ein paar andere Angler. Und mit denen wurden auch Fische gefangen. Man glaubt es kaum, wenn man die heutigen Geräte sieht. Oder schon Turnierübungen gemacht, hier mit der Forelle und dem Wurfgewicht. So sahen die Angler fein rausgeputzt aus. Wahrscheinlich zum Wandertag. Ne, Angeln sind in der Nähe. Im Gewässerverzeichnis Ausgabe 66. Also da kommen wir den 60 Jahre schon ganz nah. Dieter, wie viel warten ihr in der Jugendgruppe, als du das gemacht hast, ungefähr? Bestimmt 30. 30, so wie wir. Heute sind wir 22, 23 hier. Aber auch 30. Die Zahl habe ich jetzt spontan. Spontan, naja, dann machen wir es. Oder weniger. Und es wurde, wir waren immer, eigentlich waren wir viele. Und es wurde sicherlich auch viel mehr gemacht in der Jugendgruppe, als man das heute so macht, obwohl wir schon zu den Aktiven zählen. Dann gab es auch richtige Meisterschaften, wie man hier sieht. DDR-Meister, nee, Meister der Ortsgruppe, 73, kleinere Gewichte noch. Müssen wir nachher mal der Jugend zeigen, aber die ist erstmal angelwild, das ist ganz klar. So soll es auch sein, so wird das früher auch bloß gewesen sein, oder? Selbstverständlich. Wenn Wasser ist. Aber viel auf dem Turnierplatz wurde sehr viel getan. Werfen müsste man erstmal lernen. Von rechts, ja. Von links, Pendelwurf, Überkopfwurf. Da sind wir heute nachlässig. Heute wird gleich in die Bäume geworfen. Dort nicht vorher geübt, dass das nicht so stattfindet. Hier, Lehmgrube Hellerau, die unser, nach wie vor unser Betreuungsgewässer ist, steht hier drin. D04105, 1966. Das ist natürlich großartig. Und hier. Ja. Was ist das? Schuppen Stück und Blut des Döbels und Schuppen des Döbels. 1906. Kirsche. Ja, mit Kirsche. Anderäuser. Das steht auch da. Ich wusste es auch noch, ohne dass ich es gelesen habe. 15 Minuten Drillzeit. Das ist natürlich ein ordentliches Tank- und Fragebuch. 49. Die Fotos reinfilmen darf. Hallo. Da
haben wir das gleich mit dokumentiert. Früher 1966 war es so, dass zum Beispiel, wenn ein junger Angelfreund sich zurückzog aus dem Ortsgruppenleben und sich auf die Schulprüfung vorbereitete, dass dann Futsch war eine wichtige Sache, die man erwerben konnte für ein gutes Verbandsleben, nämlich die Niederwarter Angelberechtigung. Also die wurde. Und da hat man zwei Wochen nicht aktiv am Vereinsleben teilgenommen. Das heißt, zwei oder dreimal nicht zum Jugendtraining vielleicht erschienen an der Elbe oder so. Und schon war man die Angelberechtigung los. Ich habe mich beschwert, doch ohne Erfolg. Am besten ist es, ich wechsle die Ortsgruppe. Oh je, dann hat er hier so aufgesetzt, dass es ruhig ist. Und dann kam der Wurf. Okay. Ist die Rollenparade noch ein bisschen weiter gegangen. Eine neue, aber durchaus von der Art her alte Rolle. Und dann haben wir ja die Parade der Relays und Oras. Und Nixes. Sebnitzer Vollglasrouten. Das waren ja alles Rollen, die man zum meisten nur mit ganz viel Beziehung bekam. Ich bin zum Beispiel auf dem Bischofsweg in dem Ähnchen Angelladen in Dresden für einige Zeit zweimal die Woche hingerannt und habe nach Rollen und nach Routen gefragt und gesucht. Und irgendwann hatte man dann mal Glück und bekam etwas mehr als so eine Ora. Bekam dann eben mal so eine Nixe oder sogar eine Relay Rex. Das ist aber eine alte, eine 64er. Und das sind so die ganzen oder ganz alten Stücke, die wurden sogar im Erzgebirge, nämlich in Geising, bei Feinwerktechnik produziert. Und da hatte ich das Glück, dass von meinem Opa der Bruder dort Meister war und dass ich dann noch profitieren konnte davon, dass da einige von den Rollen zu meinem Opa gingen, der aber nicht mal Angler war. Aber ich habe sie dann irgendwann genutzt. Das stimmt. Hier läge ein Stolz früherer Anglergeneration. Und heute sind wir stolz, dass wir sie noch haben. Aber natürlich, wie wir vorhin gesehen haben, die Jugend hat heute und wir selber natürlich auch ganz andere Modelle. Aber mit denen würde man noch fangen. Noch ein paar Urkunden angucken hier. Sehr alt. Guck mal ran. 79. 80. 82. Da war der Dieter dein Trainer? Nee. Nein, Dieter war nicht mehr mein Trainer. Beim Jürgen. Habe ich vorhin schon gehört, dass der Jürgen Runden rennen musste, weil er nicht artig war. DDR-Schüler und Jugendmeisterschaft. Das bedeutet nicht. Flugangeln, OG-Meisterschaft. So aber was kein hast Jahr. Du, Dieter, mit dem Hecht drauf. Ja. So eine Urkunde hattest du. 86. Das sind ja wirklich, ja. 85. Da hat der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende unterschrieben. Hervorragend. Ich gehe gern angeln, weil beliebter Freizeitsport. Bewegung an der frischen Luft wirkt beruhigend auf die Nerven. Stimmt das? Ja. Ja. Zumindest war es bis jetzt nicht schadhaft, ne? Nein. Dies steht jedoch im Statut des DRV. Er hat Rechte und Pflichten. Reinhaltung der Gewässer. Einhaltung der Schönzeiten. Hat sich nichts geändert, glücklicherweise. Man hofft nur, dass es weitergetragen wird in irgendeiner Form. 60 Jahre DRV. Deutsche Angelsports mit allen möglichen Gewässervorstellungen. Beststellen vom Horst E. Rudolf. Beliebte Zeitung und gesucht wurden Angelrollen, Relay Rex. Heute fliegen uns die Werbeplakate zu Hause ein und du kannst kaufen, rollen, bis du erstickst darin. Medaillen. DRV-Medaillen. Also hier Freundschaftsangeln 87. Sportfreunde Himmel und Seemann, heute noch bekannt. Himmel angelt immer noch mit uns. 70 Jahre haben wir letztes Jahr im Riesengebirge gefeiert.
Köderwechsel und schon geht's. Achtung, du drehst immer gegen die Bremse. Soll ich das zudrehen oder aufdrehen, die Bremse? Nein, ja. Ist schon gut so. Ja, aber fast gefangen. Aber. Was ist das? Oh, der hat mal. Der ist schwer. Sehr schön. Hm? Ja, lasst ihn so ein bisschen erhalten im Wasser, da könnt ihr ihn dort messen. Den sehen wir jetzt nochmal hier. Als Angelheld beim Pokalangeln 79 in Wachwitz. Und der Bruder, der Jürgen Klaus, gibt wahrscheinlich Futteranweisungen. Mein Fangbuch? Das habe ich mir sehr gedacht, dass das ja. Dein Fangbuch ist. Jetzt zeigst du mir mal wieder deinen Fischereischein. Lass ihn drinnen, warte mal, ich kriege mir das Fleisch her. Ich habe noch meinen Jungen angeguckt. Fast vorbildlich. Danke. Eingetrogen ist auch. Ich habe erst kleine Karpfen gefangen, also noch kein Maß. Also noch nichts mitgenommen. Ach, die Kinder haben vorhin auch so gesagt, ich hab das so gesagt. Ich hab viele Zettel, ich hab. Ich könnte viele Zettel ausfüllen. Das könnt ihr stecken lassen, ich will das sehen hier. Ist schön. Selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Der Entscheid, auch wenn du gar nicht geangelt hast. Ich hab doch gar nicht geangelt. Du holst das trotzdem. Genau, dazu haben wir eine Frage. Was hast du denn für eine Frage? Ja. Den Fischereischein, der hat er Leben lang. Und wenn ich umziehe, was schreibe ich ins Fangbuch, schreibe ich meine neue Adresse. Die aktuelle. Ja, und schreibst dahinter die alte. Ach, die alte muss definitiv dahinter. Schreibst du die alte. Oh. Schönes Rotauge gefangen. Ausgeschlitzt. Aber es war wieder ein Satz. Nee, mein Töter, aber trotzdem. Ja, der ist maßig, denke ich. Da die Nacht nicht war. Oder? Ja, 30, oder? Würde ich denken. 38, warte, lass mal mit dem Worbel. Nee, 45 oder so sieht er aus. Ne? Doch, messen da einfach. Messen. Das sieht nämlich immer klein aus, obwohl er dann immer ein Stück größer ist. Klein aus. Ja. Na, jetzt hat er nicht hier hoch. Ja. Alter. Oh, das ist die wieder übelst schwer. Ja. Sollen wir dir einen Kescher abnehmen? Der ist mindestens 50. Maßband gibt's hier. Soll ich ein Futter machen? Hier werden die Fische für zu Hause vorbereitet. Wer kocht denn bei euch? Die Eltern oder ihr selber? Mutti. Naja, ich meine jetzt beim Fisch, beim Karpfen. Nee, allgemein jetzt, die sind wir am Landhof ab und zu so hochgerückt. Naja. Hier fehlt schon was, hab ich abgeschnitten. Mädchen waren auch da, ja, aber Anglerinnen, das sagen dann nur so bei den Politikern, ne? Das machen wir nicht. Ich denke, in den zwei Tagen haben wir allerhand machen können, natürlich im Wesentlichen, deswegen seid ihr auch hergekommen, geangelt. Sind auch ganz paar Fische gefangen worden, aber ich denke, wir haben in derselben Zeit auch versucht, in der Gruppe klarzukommen miteinander beim Angeln und bei anderen Geschichten. Wir waren mal kurz beim Fischer, wir konnten uns ein paar Forellen mitnehmen, die wir selber essen konnten.
Wir freuen uns, dass wir der Freitaler Gruppe helfen konnten.